Hey Leute, Seherschick wieder am Start. Willkommen zurück zu einem weiteren Destiny-Video. Heute möchte ich euch zeigen, welche Waffen in Trials of Osiris wahrscheinlich die besten sein werden in Jahr 2. Jetzt fragt euch vielleicht, warum Trials of Osiris? Warum kommt dazu jetzt ein Video? Das liegt daran, dass ein Spieler einen Screenshot von seiner Destiny-App gemacht hat und da konnte man sehen, dass Trials of Osiris am Freitag wieder zurückkommen soll. Natürlich kann dieser Screenshot ein Fake sein, aber wir gehen einfach mal davon aus, da alle Community, der Community Manager und so das auch so angepriesen haben und herumgedruckst haben um ein PvP-Event, dass es wahrscheinlich am Freitag und wenn nicht am Freitag in naher Zukunft kommt. Deswegen möchte ich euch heute zeigen, welche Waffen ihr benutzen könnt, welche die besten wahrscheinlich sein werden und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir fangen an mit den Heavy Slot. Also ich rate euch ganz stark davon ab, ein Schwert zu benutzen. Das liegt daran, dass die Entfernung zwischen den beiden Heavy-Spawn-Orten sehr groß ist. Und wenn man mit einem Schwert die Angriffe blocken will, ist man sehr langsam. Das heißt, ihr steckt viel zu viel Damage ein, wenn ihr mit dem Schwert blockt und versucht, an die Gegner ranzukommen. Also ich rate euch echt vom Schwert ab. Außer ihr habt auf das exotische Arc-Schwert, ich glaube Bogenwerfer heißt es, damit könnt ihr schießen und die Geschosse sind teilweise Zielsuchen. Also wenn ihr das habt, würde ich euch meinen Segen dafür geben. Zu Maschinengewehren sage ich einfach mal, in Jahr 1 war das nichts Besonderes, denn schwere Maschinengewehre werden dazu eingesetzt, über längere Zeitraum kontinuierlich Kills zu machen. Deswegen ist das nichts für eine Runde. Ach ja, nebenbei, die Heavy-Runde wird getriggert, wenn ein Team 3 Siege hat, also 3 Punkte in Elimination, ist die vierte Runde dann eine Heavy-Runde. Die Heavy, die ich euch empfehlen würde, ist ein Raketenwerfer. Ja, zurzeit gibt es nicht viele gute Raketenwerfer, aber es gibt einen und der nennt sich der Schwindel. Den kriegt ihr beim Kriegskult der Zukunft oder Future War Kult. Aber was macht den Raketenwerfer so besonders? Das liegt an den Perks und an den Stats. Als erstes ist der Explosionsradius und die Geschwindigkeit sehr hoch, die ihr auch noch mit dem Perk Speer erhöhen könnt. Und dann habt ihr Granaten und Hufeisen. Raketen aus dieser Waffe explodieren frühzeitig, je nach Distanz zum Ziel. Das ist für PvP sehr gut, da ihr quasi nur in die Richtung zielen müsst, wo der Gegner steht. Und die Raketen, selbst wenn sie knapp vorbeifliegen, werden trotzdem automatisch explodieren. Gekoppelt mit dem exotischen Titanhelm, der Tychonaut, ist diese Waffe quasi, habt ihr zum Beispiel eine Wahrheit daraus gemacht. Das war's zum Heavy Slot. Für die Spezialwaffe fangen wir mit den Scharfschützengewehren an. Bei den Scharfschützengewehren empfehle ich euch den leeren Blick. Den könnt ihr bei der Vorhut kaufen, da der leere Blick die Fähigkeit hat, jemanden zu töten, der gerade wiederbelebt wird. Ihr kriegt den bei der Vorhut zu kaufen mit Dreifach und Mulligan und den guten Scope Weitsicht. Also diese Perks hier, die sind eher so für PvE ausgelegt, aber ihr könnt den auch gratis mit guten PvP-Perks bekommen, so wie ich den gerade habe. Zum Beispiel, ihr müsst dafür nur die Suche Besessenen Krieg Erde abschließen und am Ende dieser Suche bekommt ihr als Belohnung auf 250, ihr könnt ihn ja dann infodieren, die Sniper leerer Blick mit den Perks, die ich hier habe. Einmal Feuerball und letzter Ausweg und den Scope Kurzblick, was in meinen Augen nicht so nah reinzoomt und in meinen Augen das Beste ist. Diese Perks sind perfekt für Trials of Osiris. Zu Fusionsgewehren sage ich einfach nichts. Ich habe sie nie sehr oft in Trials of Osiris gesehen. Ich habe sie jetzt auch seit 2.0, seit Patch 2.0, habe ich sie auch nicht sehr oft im PvP gesehen. Deswegen lasse ich die einfach mal weg. Wenn ihr damit gut klarkommt, dann kommt ihr damit gut klar. Dann werdet ihr wahrscheinlich damit abgehen. Wenn nicht, lasst es einfach. Zu Shotguns würde ich sagen, na. Also Shotguns würde ich in Trials of Osiris nicht benutzen, da weil 80% der Spieler eher sehr defensiv spielen und eher am Snipen sind und das ein kleiner Stellungskrieg ist. Natürlich habe ich schon Leute in Trials of Osiris mit Shotguns gesehen, die haben aber meistens nicht so einen großen Erfolg wie die Leute, die defensiv hinten stehen und versuchen, das defensiv mit Sniping-Skills, Scharfschützen-Skills zu erledigen. Wenn ihr doch ein sehr guter Shotgun-Spieler seid und eine sehr gute Schrotflinte sucht, dann geht ihr zum Toten Orbit, da gibt es nämlich die Schrotflinte Patch A, die mit Messsucher erhöhte Reichweite hat, wenn ihr zielt. Und gezogener Lauf könnt ihr die Reichweite sogar noch erhöhen. Das wäre jetzt meine Sache zu Shotguns. Bei der Primärwaffe ist es euch überlassen. Ihr spielt am besten das, womit ihr am besten klarkommt.
Ich empfehle euch sehr stark Scout-Gewehre, da Scout-Gewehre von Patch 2.0 nicht wirklich stark getroffen wurden. Deswegen würde ich euch Scout-Gewehre empfehlen, da der Schaden sehr gut ist und vor allem der Aim-Assist ist bei Scout-Gewehren immer sehr hoch. Wenn ihr natürlich eine Handfeuerwaffe benutzen wollt und ihr die vorher noch nicht benutzt habt, jetzt im PvP und erst mit Trials of Osiris wieder anfangt, dann passt bitte darauf auf, dass die Handfeuerwaffen nach Patch 2.0, also jetzt, eine andere Reichweite haben und auch eine andere Stabilität. Darauf muss man erstmal klarkommen. Wenn ihr das gemeistert habt, werdet ihr wahrscheinlich sehr gut damit abgehen. Das war's zu besten Waffen, wahrscheinlich zu Trials of Osiris. Hoffentlich hilft euch das Video. Hoffentlich sehen wir gleich. Ich weiß nicht, wann ich das Video ungefähr hochlade, aber ich glaube, ich werde es noch vor dem Weekly Update hochladen. Dann werden wir dann wahrscheinlich die Bestätigung gleich sehen, ob Trials of Osiris am Freitag kommt oder nicht. Ich Wenn muss euch auch das gleich Video noch was gefallen hat, erledigen. dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr noch mehr so Sachen sehen wollt auf meinem Kanal, dann würde ich mich sehr über ein Abo sehr dolle freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.